Danke, habt ihr Bock? Ich hab richtig Bock. Ich Mein Geburtstag, mein Motto. Und ich mag Einhörner. Leute, Partytime. Habt ihr Bock? Ich hab richtig Bock hier. Es gibt nichts Geileres als eine Einhornparty, wenn ich ehrlich bin. Das gehört doch alles nur zur Tarnung jetzt. Und außerdem sieht's echt schick aus, oder? Ja, ich finde auch, ihr seht super aus. Freut ihr euch denn auch auf Katharina Hirschberg? Warte mal, Katharina Hirschberg? Also, die von Bibi und Tina? Ja. Was zur Hölle ist Bibi und Tina? Wie, du weißt nicht, was Bibi und Tina ist? Guckst du das etwa, oder was, wie? Was, ich? Nein, Quatsch, ich guck das nicht. Aber ist ja auch egal, die würde ich auf jeden Fall mal auf eine Party einladen. Hab's verstanden, ihr seid super gut vorbereitet. Oh, ich glaube auch Katharina Hirschberg ruft an. Oh. Wartet. Hallo. Hi. Hey Leute, wie geht's euch? Ja, also uns geht's super. Und bei dir alles fit? Bist du bereit? Alles völlig. Ich freue mich riesig auf euren Prank. Der Benjamin hat jetzt auch fest zugesagt für die Party und kommt definitiv mit. Also du meinst quasi den Alex jetzt? Ja, genau. Also Ben spielt ja Alexander von Falkenstein in der Sendung Bibi und Tina. Und da wir beide auch privat richtig gute Freunde sind, hat er zugesagt. Und weil der Ben seine Kumpels und mich auch immer gerne mal roastet, kriegt das heute richtig zurück. Ob es klappt oder nicht, aber Ben hasst es, negative Betriffung zu stehen. Das heißt, er wird sich heute richtig in Grund und Boden schämen. Und von dem Einhornmotto weiß er auch noch nichts. Er denkt nämlich, das ist eine Halloween-Party, auf die wir gleich gehen. Das ist wirklich perfekt. Also wie du siehst, wir sind schon voll im Motto drin und haben so Bock auf Party. Ja, ihr seht mega aus. Während wir hier noch an der Einhorn-Deko schrauben und die ganze Bude mit peinlichen Fallen ausstatten, ist Katharina schon auf dem Weg mit unserem Opfer Benny. Der hält sich ja selber für den größten Pranker on Earth und deshalb kassiert er es heute mal so richtig. Heute wird abgerechnet. Also der Benny mag es ja überhaupt nicht, im Mittelpunkt zu stehen. Und Spieleabende hasst er ja sowieso. Deshalb verschaffen wir ihm heute die peinlichste Party seines Lebens. Hi, Lara. Ich bin Ben. Hi. Ah, komm her. Erscheint zu Laras Einhorn-Glitzer-Geburtstagsparty als Zombie. Da hat ihm wohl seine liebe Freundin Katharina vergessen zu sagen, dass das Motto kurzfristig geändert wurde. Ups. Das war als Kind immer mein Albtraum. Ich habe immer als Kind, wenn ich zu einer Halloween-Party gegangen bin, meine Mutter 50 Mal gefragt, ob sich auch sicher alle anderen Kinder auch verkleiden. Tja, wir bei VSS Kids hier machen Träume halt eben wirklich wahr, also Albträume. Und das haben wir für ihn vorbereitet. Gefakte Partyspiele, präparierte Fallen und eine ganze Partymeute an Einhorn-Glitzer-Lockvögeln. Ich hab's dir gesagt! Ich glaube, die Gruppe nicht gelesen. Und dann wundert man sich noch, ne? Ja, tada! Schau mal an, ein bezauberndes pinkes Einhornkleid. Jetzt reißt er auch noch die Deko ab. Also jetzt hast du wirklich die ganze Aufmerksamkeit der Party auf dir, Benny. Fängt ja schon mal gut an. Und direkt die Deko runtergerissen. Perfekt. Ja. Scheiße. Guckt euch bitte diese geile Hose an. Servus. Hi. Oh mein Gott. Hi. Das ist Dennis. Servus. Hi. Hallo. Benny, wieso hätt's mal kommen? Habt ihr Bock? Was? Spiele? Ja, ja. Ja, na logo, haben wir Bock auf Spiele. Besonders der Benjamin. Der liebt Spieleabende über alles. Nicht. Zu blöd. Moment. Ja, links, links. Pass auf. Ja. So, Schluss mit den lustigen Spielen. Jetzt wird's ernst. Wir haben natürlich überall ein paar Peinlichkeitsfallen versteckt, damit der liebe Benny auch ja nicht zur Ruhe kommt. Ja, komm her. Ups, da ist ja auch schon eine. Macht der einfach die Schüssel kaputt? Mann, oh Mann, das gibt safe Anschiss von Mutti. Benny, der Fußboden! Das kann nicht mein Schuh sein. Ist was auf den Holzboden gekommen? Nein, das ist der nicht. Die hat hier große Grütze runtergeschossen. Leute, kommen mal jetzt alle da weg bitte und helft mir mal hier den Tisch. Scheiße.
Scheiße, Ben, lass mich schnell weg. Ja, wie ist das passiert? Ina, es ist nicht. Das kann nicht sein, dass alles immer irgendwas ist, was ich gemacht habe. Der Boden ist einfach stehen geblieben von der Schüssel. Ja, aber müsst ihr das jetzt schon auch machen? Ja, ich hab grade schon einzelne gefragt, ob irgendwie Tücher oder Zewa oder irgendwas. Ja. Hast du was da, Lara? Ja. Ein schlechtes Gewissen hat er schon ein wenig. Der Arme. Und es geht ja noch weiter. Benji, also heute ist echt nicht dein Tag. Ach Mann, Rosa. Leider. Es nervt einfach nur noch. Meine Mutter wird mich nie wieder eine Karte feuern. Scheiße, Mann, es tut mir so leid. Sollen wir mal gucken, ob der Teppich halt vielleicht gut ist? So, jetzt heiz ich den Ben noch mal so richtig ein. Das war nicht mein Kopf. Ja, aber du bist doch gerade runter. Ich war doch. Ja, aber wie soll ich das denn gemacht haben, wenn ich unter dem Teppich war? Weil so, Leute, langsam ist es ein bisschen lächerlich. Ich? Ja, wer denn sonst? Du hast den Teppich in die Gläser gehoben. Alter, ich weiß ja nicht, was du in Physik, ob du da Kreide holen warst, aber ich glaube nicht, dass ich so an die Gläser hinkomme. What the? Und das alles wegen einem Gast, der nicht mal eingeladen war, Alter. Oh oh, da kannst du eine Stecknadel fallen hören. Kopf hoch, Ben. Ist noch nicht vorbei. Weil ich bin ziemlich fertig. Ihr seid dran, mich aufzumuntern. Okay, so. Was ist denn der Plan? Lara hat sich zu ihrer Geburtstagsparty keine Geschenke gewünscht, sondern eine Talentshow, wo jeder etwas Cooles aufführt. Ja, ich habe auch was vorbereitet. Habt ihr alle was? Ja, ja. Wir machen unseres. Ich wusste das nicht. Ja, stimmt, du warst ja eigentlich auch nicht eingeladen. Ich hätte eine Idee, ich mach später. Ach, keine Sorge, Ben. Ich kümmere mich um dich. Ich mach später eine kleine Bauchrednershow vielleicht. Hättest du Bock, Puppe zu sein? Ich hab eine Maske dabei. Hättest du Bock? Geht so. Ich rette dich da raus. Ah. Jetzt ohne Scheiß. Lara ist eh schon geil. Habt ihr's? Okay. Erstmal danke, dass ihr alle da seid. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und was Kleines vorbereitet habt. Unser erster Akt heute, Dennis mit seiner... Was machst du? Comedy mache ich. Dennis mit seiner Comedy. Also Leute, ich habe jetzt hier ein paar Witze für euch. Hab's mal hier vorbereitet. Ich bin so aufgeregt. Warum hört man, also wenn Schnecken furzen, warum hört man das nicht? Weil ihre Häuschen keine Fenster besitzen. Deswegen hört man es nicht. Checkt ihr? Ja, Dennis. Dennis, dafür kriegst du definitiv den Preis für den besten Cringe-Moment des Jahres. Der kauft dir das wirklich ab? Gib mein Mikrofon wieder her. Marvin, bist du als nächstes oder was? Hältst du, das machen wir jetzt schnell, komm. Ja. So. Also aufsetzen wir natürlich. Auf zum großen Finale. Jetzt komme ich mit meiner Bauchrednernummer und meinem kleinen Püppchen Ben. Jetzt kommt der Showdown, Leute. Ah, ich stelle mich einfach vor. Jo, Leute, also mein Name ist Marvin. Das hier ist mein Freund Benny oder auch genannt der Partyschreck, Alter. ja, genau. Und ich muss wirklich einfach mal sagen, Benny, so viel wie du heute vergeigt hast, das ist eigentlich unvorstellbar. Ich wollte sowieso nicht auf diese doofe Party. Soll ich dir mal wirklich sagen, warum du heute so viel verkackt hast? Nein, Mann, sei jetzt leise. Ich will gar nichts mehr hören, okay? Benny, das wird dir aber gefallen. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Kids. Was? Da guckst du, Ben. Jetzt wurdest du mal so richtig geroastet. Freunde, seid ihr bereit? Operation Gänsemarsch steht an. Was wir dazu brauchen, ist eine ganze Armee Komparsen. An wie viele Leute hast du denn gedacht? 2000, 3000? Ich kann dir alles besorgen. Ja, also ich würde sagen,
10 reichen auch, aber so ungefähr. Die Idee ist jetzt nicht ganz von mir alleine, sondern das ist ein Verstehen Sie Spaß-Klassiker von ganz früher. Ich finde, das kann einfach ultra lustig werden, oder? Vor allem, wenn wir das so in der Innenstadt machen. Ich kann mir das echt gut vorstellen. Also, wir suchen uns eine Zielperson aus und der folgen wir dann auf Schritt und Tritt. Überall hin. Warte, überall? Also auch aufs Klo? Auch aufs Klo. Einen ganz schönen Schritt haben die zwei Touris drauf. Die wollen wohl schnell ins Museum. Da gehen wir doch gerade mit. Und bei all dem Verkehr den Schulterblick nicht vergessen. Ganz wichtig. Hereinspaziert in die gute Stube. Da ist Platz für alle. Also der Besitzer freut sich über so viel Kundschaft. Der macht das Geschäft seines Lebens, sag ich euch. Komisch wird's nur, wenn alle das Gleiche kaufen. Wir müssen nur in dieselbe Richtung. Ach, hat der Gute leider doch nichts Schönes gefunden fürs Frauchen. Naja, bis Valentinstag hat er ja noch Zeit. Was wir hier sehen, nennt sich Schwarmintelligenz. Nur ohne Intelligenz. Wem im Sommer die Hitze auf die Glatze pratze, dem das Eise gerne in die Fratze schmatze. Na gut, dass der Herr hier seine Landkarte dabei hat, sonst wären wir gnadenlos aufgeschmissen. Braucht der denn schon wieder so lange? Dennis, was zur Hölle machst du schon wieder? Lara wartet im Einkaufszentrum. Bro, ich präpariere hier deinen Hightech-Rucksack für den nächsten Prank. Aha. Ein Rechner eingebaut mit Touchscreen und mit dem Rechner kannst du nämlich interaktive Sachen machen. Okay, zum Beispiel? Naja, zum Beispiel ist es so, dass man einen Knopf einblenden lassen kann und sobald man da drauf drückt, passieren halt lustige Dinge. Das ist ja dann quasi wie ein riesengroßes Handy, Dennis. Ja, und warum als Rucksack? Naja, damit du damit rumlaufen kannst. Man soll dich ja sehen. Was würden wir nur ohne deine großartigen Erfüllungen machen? So, jetzt gib her, wir haben keine Zeit mehr. Warte! Und? Läuft der Rucksack? Läuft. Alles klar, dann bin ich mal gespannt, ob die Leute wirklich auf den Knopf drücken. Tja, und wenn nicht, dann helfe ich eben ein bisschen nach. So Leute, Marvin und Lara sind jetzt im Einkaufszentrum. Der Rucksack ist ready und ich würde mal sagen, es geht jetzt los. Bitte drücken. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Drücken Sie doch mal. Drücken Sie doch mal. Da steht bitte drücken. Ja, dann drücken Sie doch mal. Gucken Sie doch! Nee, ich will nicht! Ich verstehe nicht, was ist aus diesen Erwachsenen heutzutage geworden? Wirklich traurig. Lesen Sie mal. Müssen Sie mal drücken, da passiert nichts Schlimmes. Oh, sagen Sie mal. Oh, den Windstoß habe ich ja bis hier gespürt. Ey, Marvin ist so eine richtige Fahrtmaschine. Und dann schiebt er es noch auf die anderen. Aber so kenne ich ihn halt. Unser Marvin. Können Sie das nicht lesen? Drücken Sie doch mal. Drücken! Ja, bitte einmal drücken. Hör mal, waren das Sie oder der Hund? Eine stramme Leistung, muss ich sagen. Es war der Hund. Es war der Hund, ja. Ich glaube, es war der Hund. Wahrscheinlich war es der Hund, ja. Drücken Sie mal. Bitte, ich will wissen, was passiert. Alarmstufe Rot. Zwei Spaßvögel auf der Rolltreppe. Rennt weg! Ah! Bitte drücken. Kann man nicht übersehen, ne? Drücken Sie mal. Ich will wissen, was passiert. Nein, danke. Drück du mal. Oh Gott.
So Leute, jetzt kommen wir zum großen Quiz und da muss ich natürlich auch dabei sein. Let's go! Hallo, Sie sehen so nett aus. Wollen Sie vielleicht bei unserem Quiz mitmachen? Ganz kurz. Keine Verarschung. Nein, nein, wirklich. Nein, das ist keine Verarschung. Das ist ein ganz seriöses Quiz. Oh, meine Brille. Ist nicht schwer. Die erste Frage wäre: Welches ist das größte Tier der Welt? Es ist A. Maus, B. Popel, C. Blauwal oder D. Elefant. Sag mal Blauwal. Blauwal? C. Blauwal? Ja. C. C? Ja. Das ging ziemlich schnell, Sie sind sicher, ziemlich sicher. Also Antwort C. Ja. Ja. Blauwal ist richtig! Richtig! Am 22. März ist Weltwassertag, B. Ostern, C. Sonnenwende oder Frühlingsbeginn D. Sonnenwende? Also Sonnenwende. Nicht ganz. Es wäre der Weltwassertag. Ach, kleiner Gag zwischendurch darf doch auch mal sein. Heißt ja, verstehen Sie Spaß und nicht, verstehen Sie überhaupt irgendwas. Welches Pronomen reagiert auf Wasser? Ich, du, er oder sie? Welches Pronomen reagiert auf Wasser? Sie. Sie? Ich glaube er, du. Du. Warum sind Bagger nicht Schwimmer? Das weiß doch jedes Kind. Warum sind Bagger nicht Schwimmer? Weil sie nur einen Arm haben. Richtig. Gratulation! Ich meine, mit euren Brains könnt ihr locker zu Wer wird Millionär? Die erste Frage schafft ihr easy. Jungs, okay, eine Frage haben wir noch. Verstehen Sie Spaß, Kids? Machen Lara, Dennis und Marvin B, die Minions oder C, Barbara Schöneberger? Was sagst du? Zähl vielleicht mal durch. Lara, eins, Dennis und Marvin. Zwei, ja. Drei. Richtig! Yeah. Alter, wie geil das wäre, wenn es die Minions machen würden, aber es sind halt wir. Absoluter Wahnsinn. Geil. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Kids. Danke fürs Mitmachen. Gerne. Wo ist denn die versteckte Kamera? Hier ist die Kamera. Huhu! Übrigens, geiles Lama-Shirt, Mann. Also ich habe alle eure Filme geguckt, ich bin ein Riesenfan vom Kinder verstehen Sie Spaß, ich habe alle euer Zeug auf DVD und ich glaube, ich kann richtig gut auflösen. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß, Kinder! Ja, wow. Wir würden uns dann nochmal melden, die nächsten Tage. Alles klar, ich lasse mein Handy auf laut. Tschüss. Guten Tag. Kamera läuft wieder. Ja, mein Name ist... Ja, super. Kommen wir doch gleich mal zur ersten Frage. Warum denkst du, bist du der perfekte Lockvogel? Ja, ich habe in den letzten Jahren unheimlich viel Erfahrung sammeln können im Bereich Verlade und... Pranks. Bitte? Pranks. Wir sagen hier Pranks. Pranks. In Pranks sammeln können und habe auch schon als Schauspieler gearbeitet, aber mehr so im Bereich Reality. Reality? Das ist das, wonach wir suchen. Das ist voll gut. Wie war nochmal der Name? Michael. Michael, hast du denn vielleicht auch ein besonderes Talent? Ja, ich kann ein bisschen tanzen und ich kann total gut Schiffshupen nachmachen. Wow. Dann können Sie sich gerne einfach nochmal hinsetzen. Dann hätte ich eigentlich nur noch eine Frage. Könntest du dir vorstellen, für Verstehen Sie Spaß Kids in die Rolle eines Tieres zu schlüpfen? Ja, grundsätzlich schon, doch. Heute ist die Johanna mit ihrem niedlichen Haustier in der Stadt unterwegs und sucht jemanden, der kurz auf das süße Ding aufpassen kann. Ja, wirklich süß. Hallo, könnten Sie mal kurz auf mein Haustier aufpassen?
Was ist das denn für ein Haus? Die Maus. Und warum soll ich auf die aufpassen? Weil ich ganz, ganz, ganz doll aufs Klo muss. Nein, möchte nicht. Ey, Alter, die wollen einfach der Johanna nicht helfen. Voll gemein. Ja, komm, egal. Johanna, hol dein Haustier trotzdem rein. Michael! 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 Hier kommt die Maus. Tschüss. Oh, der Michael. Komm her, Michael, hock dir nach. Was habt ihr denn für mit uns? Die Johanna sagt, sie passen auf mich auf. Nee, ich hab gesagt, ich will nicht. Warum denn nicht? Weil ich keine Lust habe, auf eine Maus aufzupassen. Aber ich bin doch niedlich. Das sieht nicht niedlich aus. Das sieht überhaupt nicht niedlich aus. Das sieht krank aus. Naja, eigentlich hat sie ja recht. Niedlich sieht er so gar nicht aus. Ja, bisschen wie so eine Ratte eigentlich. Ja. Da kommt er. Das ist dein Haustier. Ja. Michael, der Mann passt ganz, ganz, ganz kurz auf dich auf. Hallo. Hallo. Was sind Sie für eine Maus? Eine Feldmaus. Eine Feldmaus. Den Käse haben Sie nicht dabei? Nein, leider nicht, aber hier gibt's Käsekuchen. Wenn Sie möchten, bestelle ich Ihnen ein Stück. Oh ja, das wäre ganz nett. Ja? Ja. Hallo. Hallo. Unangenehme Stille. Ich bin eine Maus. Ja, das habe ich gesehen. Darf ich Ihnen was anbieten? Nein, will ich nicht. Gucken Sie mal, das ist ganz was Feines. Also ich sage, ich will nicht auf eine Maus aufpassen, aber ich muss. Ich sage, ich will nichts essen, aber ich muss. Manche Leute muss man ja auch manchmal zu ihrem Glück zwingen. So, Micha, zeig mal deinen Käse jetzt. Käse, das ist. Du musst nach Frankreich kommen. Gibt's viele, viele Käse. Französischer Käse? Wunderbar, magnifique. Oui, oui, c'est correct. Moi, j'adore le fromage. Toi aussi? Oui, 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 baguette. Super, d'accord. Bestimmt auch viele Mäuse. Ja, natürlich. Wenn ich nach Frankreich komme, kann ich dann bei Ihnen wohnen? Natürlich, wir haben keine Katze. Hallo. Ich bin eine Maus. Ja, ich sehe es. Haben Sie das erkannt? Ja. Ja. Ihr Mann hat mir gesagt, dass ich bei Ihnen wohnen kann. So. Das ist aber nicht hier, wo wir wohnen. Das ist weit. Dennis, sag mal, was war denn eigentlich dein erstes Haus hier? Ich hatte Fische. Fische? Da hatte ich einen Wellensittich, ja. Und wie hieß der? Wie bitte? Wie hieß der? Der hieß Mavish. Mavish? Blaui. Türkisch. Mavish. Süß, süß. Blaui eigentlich. Also blau. Ich hatte meine Katze, die ist Schröder. Haben Sie noch einen Käsekuchen bestellt? Ja, richtig. Okay. Dankeschön. Ich kann Sie das jetzt essen lassen, aber danach verstünden Sie, okay? Okay. Ja, okay. Ja. Wissen Sie, wie man heutzutage als Maus diskriminiert wird? Ja, stellen Sie sich vor, ich habe eine Müllbaus momentan im Garten. Die Kollegen, ja. Ja, und ich habe eine Falle gestellt. Das dürfen Sie aber nicht machen. Was sind Sie denn für ein Mensch? Eine Mausefalle? So, Lara, du kümmerst dich jetzt mal hier um die Plage. Das ist nicht gut fürs Image. Oh, nee. Sie sind verrückt geworden. Ich bin hier eine Maus. Gehst du weg? Und zieh mal hier. Sagen Sie mal, was ist mit Ihnen eigentlich los? Das ist ein Café. Bringen Sie eine Maus mit. Wir haben gerade die Ratten unten im Keller entsorgt, dann bringen Sie hier Mäuse mit. Also das nächste Mal, Sie können einen Hund mitbringen oder irgendwas. Mache ich gerne mit dem Hund, ja. Oder ein Meerschweinchen. Ich habe dir verboten, Süßes zu essen. Das ist nicht meins, das gehört dem Herrn. Ja. Haben Sie ihm das bestellt? Das ist nicht süß. Aber der ist doch total dick. Nee, der ist vollkommen in Ordnung. Michael, wir gehen. Deine Maus ist weg. Die Maus ist weggerannt. Und vor allen Dingen hat die ihren Käse mitgenommen. Und? Eigentlich bin ich ja ganz froh, dass er jetzt weg ist. Warum? Weil er ist ja eigentlich gar keine echte Maus. Nein, was denn? Und ich bin eigentlich auch gar kein echtes Kind. Ich bin nämlich ein Vogel. Und zwar ein Lockvogel von Verstehen Sie Spaß Kids. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß Kids. Mhm.
Ah, Junge! Das Ding jetzt mal endlich ab. Ist doch schön, sag mal. Naja, okay, wenn es schön ist, dann... Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nicht weitere Sendungen zu verpassen. Genau, und weitere Folgen Verstehen Sie Spaß Kids gibt es auch in der ARD Mediathek, also schaut da auch unbedingt rein.